So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gags TV. Und wenn ihr das Video hier gesehen habt, dann kennt ihr bereits dieses wunderschöne Gehäuse, das Midori 5 Liter Gehäuse in der V2. Ja, und zwar hat dieses Gehäuse seit meinem ursprünglichen Video zu der V1 ein komplett überarbeitetes Design spendiert bekommen. Also es hat sich wirklich einiges getan und das Design, ja, könnte nicht schöner sein. Wenn ihr hier eine RTX 4070 Founders Edition in der Hand haltet, dann werdet ihr merken, das Aluminium hat wirklich nahezu dieselbe Farbe und dementsprechend ist es einfach das perfekte Match. Nicht nur äußerlich, ja, sondern auch von der Größe ist das Ganze aufeinander abgestimmt und entsprechend passt hier sowohl die RTX 4070 Founders Edition als auch die brandneue RTX 4070 Super Founders Edition, die ich demnächst auch für euch im Test haben werde, perfekt in dieses kleine, schnucklige Gehäuse. Bei CDK-Deals findet ihr offizielle Microsoft Keys, ob Windows 10 oder 11, Microsoft Office, Games auf sämtlichen Plattformen wie Steam, Origin und Uplay zu wirklich guten Preisen. Gerade bei Windows 10 Pro sind die Preise wirklich gut. Und wenn ihr das Ganze mal hier in der Suchleiste eingebt, Windows 10, praktischerweise lässt sich die Lizenz jederzeit kostenlos auf Windows 11 upgraden. Ja, also auch hier könnt ihr nochmal ein bisschen zusätzlich sparen. Ich habe das Ganze bereits ausprobiert, die Aktivierung läuft reibungslos und inzwischen habe ich Windows 11 sowohl auf meinem Laptop als auch meinem PC zu Hause installiert und ihr könnt mit dem exklusiven Rabattcode GU25 satte 25% sparen. Und damit landet ihr bei 13,95 € für den Windows 10 Pro Key. Ich bin sehr, sehr zufrieden und bei CDK-Deals macht ihr echt einen Schnäppchen. Nachdem ihr euren neuen Windows 10 Key erhalten habt, gebt ihr das Ganze über den Windows Aktivierungsassistenten entsprechend ein, drückt auf Aktivieren und los geht's. Ihr könnt sehen, die Windows 10 Lizenz ist jetzt aktiviert. Mehr Infos und Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich kann euch jetzt auch soweit nochmal auf den Weg mitgeben. Es passen nicht nur die beiden Karten mit rein, sondern es gibt auch hier zum Beispiel diese. Ja, von Inno 3D ist brandneu auf dem Markt die RTX 4070 Ti Super mit 16 GB und dennoch Dual-Slot 250 mm Baulänge und ja, auch die passt ins Midori. So, da würde ich dann aber auch sagen, hey, die Karte zieht deutlich mehr Strom, wird entsprechend auch ein gutes Stück wärmer. Ist das die richtige Karte für dieses Gehäuse? Ich denke, im Endeffekt dürfte das kein Problem sein, solange euer Netzteil soweit auch das Ganze mitmacht. So, und da kommen wir nämlich zum heutigen Video und dem Sponsor. Das ist nämlich Geek mit dem brandneuen Enhance ENP 7660B in der modularen Version. Ja, nicht nur, dass das Ganze die schwarze Variante von diesem Netzteil ist, es hat noch zusätzlich modulare Stecker und ihr könnt die einzelnen Kabel bei Geek selbst in Auftrag geben und soweit custom anpassen lassen, sodass, wenn ihr das Netzteil bekommt, das Ganze auch optimal in eurem Gehäuse verkabelt werden kann, keine überschüssigen Kabel vorhanden sind und vor allem ihr die Anschlüsse habt, die ihr auch braucht. Weil wer hier solche Flex-ATX-Netzteile kennt, die sind überwiegend aus dem Serverbereich, ja, One U vom Formfaktor her und entsprechend haben die auch immer enorm viele SATA, Molex, Schlag mich tot Kabel, die so lang sind. Ja, und die passen natürlich irgendwie in solche Gehäuse, aber im Small Form Factor geht es eben erstens um Minimalismus, sprich das Ganze soll natürlich auch hübsch aussehen, zweitens um Temperaturen, Airflow und entsprechend bestmöglich gemanagten Platz, der euch zur Verfügung steht. Und mit diesem Netzteil ist das soweit möglich. Jetzt denkt ihr euch, hey, wait, Flex ATX und RTX 4000 mit 12 Volt HPWR. Ja, Geek macht es möglich. Die haben jetzt auch für deren modulare Netzteile einen solchen 12 Volt HPWR-Adapter, der direkt an das modulare Netzteil angeschlossen werden kann. Ich habe hier nämlich nicht nur das Netzteil, sondern auch einen kompletten Satz Kabel extra für das Midori-Case soweit gemacht. Und entsprechend kommen wir heute zum Teil 2, zu meiner Erfahrung mit dem Midori V2-Gehäuse und der RTX 4070. Ja, wir werden heute ein Netzteil drin verbauen und schauen, wie sich alles hier zurechtlegt. Denn es gab tatsächlich hier mit dem modularen Enhance-Netzteil bei manchen Small Form Factor Systemen Probleme, weil die ursprüngliche PCB bzw. die Gesamtlänge von diesen Flex ATX Netzteilen
Und Leute, ich kann nicht anders. Ich muss hier einmal einen Blick mit euch reinwerfen. Also erstens, Props gehen raus an Geek für die geile Verpackung. Ja, sieht richtig professionell aus und sehr, sehr hochwertig. Und oh mein Gott, da ist es. Das Enhanced-Netzteil mit 600 Watt Platinum-Effizienz und modularen Anschlüssen. Geil! Ja, und diese modularen Anschlüsse und die etwas längere PCB haben eben in manchen Gehäusen, wie zum Beispiel dem Velka 5, für Probleme beim Platz gesorgt. Ja? Weil das FlexATX-Netzteil als solches ist 15 cm, also 150 mm lang. Die zusätzliche PCB misst aber zusätzlich fast 2 cm, somit landen wir auf etwa 170 mm Baulänge von dem FlexATX-Netzteil. Ja, ist soweit kein Problem, weil ihr spart ja im Endeffekt Platz, weil dieser dicke Kabelstrang nicht dran ist. Und die Anschlüsse gehen ja nach oben, entsprechend lässt sich das Ganze dann auch ohne weiteres im Gehäuse verlegen. Schauen wir uns gleich alles ganz entspannt an, welche Länge ich euch soweit empfehlen kann. Bei Gehäusen wie zum Beispiel hier dem Geek. Ich habe extra die Standardlänge für die Velka-Gehäuse genommen, ja, sodass ihr dann am Ende für euch beschließen könnt, welche Kabellänge für euch die richtige ist. Dementsprechend würde ich sagen, verlieren wir keine weiteren Worte, sondern wechseln die Perspektive, nehmen das Gehäuse, Netzteil und die GPU auf den Tisch und machen uns dran, alles zu verbauen. Auf geht's! So, Freunde, und weil es eben so neu ist und es kaum Videomaterial dazu gibt, beziehungsweise Bilder überhaupt auf deren Webseite, schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Ja, es ist das standardmäßige Enhanced ENP 7660B in Schwarz, ja, nur eben von Geek soweit aufgetuned. Ja. So, und so kommt das Ganze zu euch. Ihr habt hier einen separaten Teil, wo die Kabel drin sind und unter der Abdeckung schlummert euer Netzteil. Ja, und das Teil schauen wir uns jetzt einmal an. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja, wir haben hier wirklich das ganz normale Enhanced 7660B, das ich übrigens hier für euch getestet habe, mit mehreren FlexATX-Netzteilen im Vergleich gehabt. Und das war das leiseste und beste in seinem Formfaktor. Und dabei, ja, mit 600 Watt hat das Ganze Platinum-Effizienz, sieht hier in der schwarzen Ausführung wirklich richtig geil aus. Also muss man ganz klar sagen, und ich denke, neben dem schönen Anstrich, ja, haben wir hier auch einen sehr leisen Lüfter. Aber das, was hier auffällt, ist ganz klar die Sektion hier mit den modularen Anschlüssen. Wir haben hier sowohl für 24 Pin eigentlich SATA-Stromversorgung, CPU und GPU, 8 Pin jeweils auch vorhanden. Also alles, was hier einen High-End-Desktop soweit benötigen würde. Alles hier schön auf einer erweiterten Metallplatte und einer zusätzlichen PCB-Einheit und alles hier von Geek Custom erweitert. Das ist wirklich eine Glanzleistung, sehr, sehr geil verarbeitet und macht einfach einen wertigen Eindruck. Wir schauen uns natürlich jetzt die Kabel an, mit denen das Netzteil geliefert wird. Die kommen standardmäßig sozusagen dazu. Ich glaube, die werden soweit von Seasonic gefertigt. Ja, wer solche High-End-Netzteile wie die von Asus aus der ROG-Line kennt, ja, beziehungsweise auch viele Premium-Netzteile von Seasonic selbst, ja, die verwenden solche gemantelten Kabel, die haben eben so eine Musterung und sind sehr, sehr hochwertig. Lassen sich trotzdem gut verbiegen, also sind relativ flexibel. Und was wir hier mitgeliefert bekommen, ist eben von der Platine. Ja, da haben wir diese zwei 4-Pin-Anschlüsse. Und da ist der erste, der gibt uns hier zwei Molex-Anschlüsse, okay, auch an einem schönen kompakten Kabel. Dann ein weiterer 4-Pin, entsprechend hier mit zwei SATA-Anschlüssen. Also auch die sind soweit noch vorhanden, wenn ihr sie wollt. Aber das Schöne ist, dadurch, dass das Ganze modular ist, seid ihr nicht darauf angewiesen, das Ganze an eurem FlexATX-Netzteil dran zu haben, wenn ihr es nicht braucht. So, und hier kommen jetzt die wesentlichen Kabel. Ja, ich denke mal, für die meisten jetzt erstmal der 24-Pin für das Mainboard. Ja, auch der schön geschmeidig, also da habt ihr jetzt nicht irgendwie so einen Ultra-Klopper,
der sich kaum biegen lässt, sondern das Ding könnt ihr auch vom Cable Management schön gestalten, so wie es entsprechend für euch notwendig ist. Also egal, ob Low Profile schön einzeln die Kabel zurechtbiegen und wirklich an sehr schlecht erreichbare Stellen verlegen. Das ist alles soweit möglich. Ja, 24 Pin ist da. Und dann haben wir hier noch zwei weitere Kabel. Und das erste, ja, ist dieser 6-Pin eben. Denn daher kommt hier entsprechend die Stromversorgung. Das sind zwei 6-Pin. Und der geht auf 8-Pin CPU-Stromversorgung. Ja, beziehungsweise 4 plus 4. Und dann hier eben unser 8-Pin für die GPU-Stromversorgung. Also 8-Pin PCIe-Stromversorgung ist auch vorhanden. So, die Längen, die sind erstmal standardisiert. Aber ich habe es euch gesagt, ja, ich habe hier noch einen Satz Custom-Kabel und die könnt ihr entsprechend auch bei Geek für diese Netzteile ganz normal mitbestellen. Und ja, das sind die Längen, die ich mir jetzt hier geordert habe. Wer die Velcar-Gehäuse kennt, der weiß auch, die haben ein solches Netzteil mit im Programm und das hat eine bestimmte Länge. Die ist ziemlich optimal und bewährt in den meisten Small Form Factor Systemen. Entsprechend habe ich mich daran auch soweit orientiert. So, und ich hatte euch gerade schon gesagt, dass diese Kabel hier flexibel sind. Ja? Wenn man die hier in der Hand hat, dann wird man tatsächlich sehen, was flexibel ist. Die sind erstens schön ummantelt, schwarz, ja, alles soweit sehr, sehr geil von der Verarbeitungsqualität. Aber ja, das, was hier eben so geil ist, ja, ist die Tatsache, dass diese schwarzen Kabel hier von Geek, guckt euch das an, die sind halt ultra geil, was das Cable Management angeht, weil die so flexibel sind. Ja, das sind solche Silikon-Sleeves, die sind perfekt. Ja. So, 24 Pin soweit schon mal da. Hier können wir schon mal unschwer erkennen. Ja, wir haben insgesamt einen 4 plus 4, 8 Pin für die CPU-Stromversorgung. Und der geht ab auf zwei solcher 4 Pin. Ja, und das hier ist der untere, der hier aufgelistet ist. Denn dieser ermöglicht uns die Stromversorgung für die CPU entsprechend aus dem unteren Teil hier zu ziehen. Ja? Denn das ist jetzt so der springende Punkt. Wenn wir einen 12 Volt HPWR-Anschluss haben wollen und dort vollständig die Grafikkarte bedienen wollen, dann brauchen wir deutlich mehr Saft. Ja? Und dementsprechend ursprünglich ist das hier, ja, der 4 plus 4 für die CPU. Der geht nämlich dann auf den 6-Pin und kommt regulär hier an einen von diesen Anschlüssen. Wenn wir den 12 Volt HPWR aber zum Einsatz bringen wollen, dann können wir diesen hier nicht mehr verwenden, ja, sondern müssen auf diesen Dual 4-Pin. Gibt uns dann am Ende dennoch dieselbe Leistung über diesen 8-Pin. Und ja, rein technisch haben wir hier in Verwendung mit der 8-Pin-CPU-Lösung hier über diesen 6-Pin, dann entsprechend den anderen 6-Pin für einen Dual 8-Pin, ja, soweit vorhanden. Also darüber lässt sich entweder eine Grafikkarte mit einem einzigen 8-Pin bis zu zwei 8-Pin mit Strom versorgen. Ja? So, also am Ende des Tages würde das dann so hier reingehen, ja, also auf diese Seite. Diese beiden Anschlüsse wären belegt. Aber auf diese verzichten wir heute, denn das letzte Kabel ist tatsächlich das Spannendste. Auch das kann man regulär bei Geek bestellen. Und wenn wir das hier schon mal sehen, sehen wir 16er AVG. Ja, ist auch soweit sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr dick und dennoch schön flexibel. Ja, und das wird uns hier wirklich in vielen Small Form Factor Lösungen einfach enorm helfen. Und dieser geht auf beide 6-Pin, die eigentlich vorher, ja, sowohl für CPU als auch GPU-Spannungsversorgung ausgelegt waren. So. Also hier, zack, und hier, zack, rastet das Ganze ein. Ja, und dann haben wir hier unseren 12 Volt HPWR. Ja, super nice und ihr seht, ja, wie flexibel das Ganze ist. Also da habt ihr wirklich genug Spiel, das Ganze in eurem System zu vernetzen.
So, als nächstes eben hier dann unser Mainboard-Anschluss. So, schön immer warten, bis das Klickgeräusch kommt. Auch hier, guckt euch das mal an, wie perfekt diese Kabel sind. Ja, das ist wirklich genial. Ja, und zu guter Letzt für unsere CPU-Spannungsversorgung. So, und dementsprechend ja, hat Geek hier schlauerweise die CPU-Spannungsversorgung ein bisschen länger gemacht, weil die muss natürlich auch beim Mainboard ja, an deutlich weitere Stellen verlegt werden. Nachdem wir das gesehen haben, haben wir das Gehäuse, für das ich mir das Ganze besorgt habe. Ja, dieses kleine Schmuckstück, das Midori V2. Ja. Von unten habe ich übrigens im Gegensatz zum letzten Video noch zwei Standfüße auf beiden Seiten montiert. Also ganz normal zum Aufkleben solche Untersetzer, weil die Unterseite ist komplett plan. Sprich, da ist eh kein Airflow oder so. Ist jetzt erstmal rein optisch, dass das Ganze schön fest steht, ein bisschen entkoppelt wird. Von oben, ja, hier lassen sich zwei 92 mm Lüfter montieren. Wir haben den Startknopf. Wir haben in der Front ja, eine richtig schöne dicke Aluminiumplatte ja, in diesem schönen silbernen Founders Edition Look. Und ja, sowohl auf der GPU-Seite sehen wir hinter den Öffnungen entsprechend unseren Luftfilter, denn hier ist tatsächlich noch hinter Mesh und das auf beiden Seiten. Ja, sieht von beiden Seiten identisch aus. Hier entsprechend der Aufbau, Mainboard-Cutout, Netzteil, Ausführung und hier unsere Dual-Slot-GPU. Ja, jetzt mache ich das Ganze einmal wieder auf und dann verbauen wir doch direkt mal unsere GPU, unser Netzteil und schauen, wie das mit dem Cable Management aussieht. É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. So, dann sitzt die RTX 4070 soweit auch schon mal sehr schön in ihrem Slot. Ja, wunderbar. Und hier haben wir unseren PCIe Riser. Ja. So, jetzt erstmal vom Grundaufbau. Lüfter dreht sich im Pass-Through. Und wir haben hier unser Netzteil. Und rein technisch, ja, wenn wir uns das hier anschauen, da ist der Anschluss. Der sitzt hier so. Dann würde das Kabel hier so durchgehen und ich glaube tatsächlich, dass das auch soweit von der Länge her und von allem drum und dran hier soweit in dem Gehäuse auch eine Aussparung für hat. Wie montieren wir jetzt das Netzteil? Normalerweise hätten wir hier einen Durchlass in der PCB, der hier eben durch diese Metallstütze gestützt wird. Ja? So, und da... Und da würde normalerweise die Schraube durchgehen. Das entfällt jetzt hier aber. Dieser Bereich, wo eigentlich die Kabel durchgeführt werden, der ist eben durch diese modulare Erweiterung blockiert. Aber wir sehen auch, ja, die sind halt super, super flexibel. Ja, das ist soweit gar kein Problem. Und das einzige Kabel, was wir auf die andere Seite bekommen müssen, ja, wir haben hier Mainboard und CPU, das verlegen wir alles hier auf der Seite. Das ist nicht das Thema. Wir müssen den 12 Volt HPWR, ja, das ist meine beste Methode, die ich jetzt hier gefunden habe, hier unten durchschieben und dann ja, haben wir hier mehr als genug Spielraum, das Kabel so zu verstauen ja, und hier nach Bedarf zu verlegen. Und sobald die Seitenteile alle hier geschlossen werden, ist das Ganze auch optimal im Gehäuse untergebracht. Como ficar rico?
filho, nós tem pensão demais. Se eu vou lá no sapo, me chama de pai. Na igrejinha, me chama de pai. Se eu vou... E como ficar rico? Und jetzt haben wir soweit auch die Seite erstmal soweit fix. So, in dem Schritt wäre es jetzt wichtig, dass wir hier durch diese Durchführung unseren 12 Volt HPW ersetzen. Und normalerweise würden diese Kabel hier oben verlaufen. Da ist eben der Punkt, es ist inkompatibel, ja, weil hier das Ganze bündig mit dem Gehäuse abschließt. Seht ihr, ja, diese erweiterte Platine. Und das ist keine Inkompatibilität, sondern eine Möglichkeit. Ja. Denn wir nehmen einfach das 12 Volt HPWR und gucken uns das an. Wir haben, wenn wir das Ganze länger machen würden, die Möglichkeit, das Ganze ohne weiteres hier sogar durch die vorgesehene Öffnung hindurch zu zwängen. Ja. Aber das Cutout hier, wo der PCIe Riser durchgeht, ins Mainboard, der reicht uns komplett, dass wir hier das Ganze mit der RTX 4070 verbinden. Es rastet ein und dann sitzt das Ganze hier und kann so entlang laufen. Ja, wir nehmen es aus dem Anschluss, nehmen es jetzt hier unter dem Spacer hindurch. Ja, so. Das heißt, wir müssen es gar nicht von oben durchziehen, sondern können es hier einfach zwischenfädeln. So, und dann haben wir das 12 Volt HPWR hier aus der Gefahrenzone raus. Ja, können hier unsere Kabel verlegen, wie es uns beliebt. Können wir gleich mal schauen. Wir haben jetzt sämtliche Kabel hier schön gemanagt, ja, und wir haben hier einen 24-Pin, wir haben den Arbeitsspeicher komplett frei, wir haben den 8-Pin für die CPU-Stromversorgung und dann entsprechend hier einmal drunter durchgeführt bis zur GPU, bis zur RTX 4070, hier den 12 Volt HPWR und guckt euch an, wie minimalistisch und geil das Ganze ist. Sagen wir es so, würde es nicht mit ein bisschen Anstrengung verbunden sein, wäre es kein Small Form Factor, das ist keine Frage. Aber was man jetzt hier machen könnte, ja, ist halt ganz einfach Luftfilter drauf, zack, Abdeckung, zack, und dann wäre es hier fertig. Ja? 4070 ist verpackt. Ich will noch mal ganz klar betonen, mir ist bewusst, dass der CPU-Kühler zu groß ist. Das ist das Setup für ein anderes Projekt. Es ging jetzt erstmal nur um die Theorie hier von dem Netzteil. Ja, das Ding wird dann hier so drauf montiert, kann hier Luft rausziehen. Wir haben keine Kabel im Weg und wir haben soweit die Kabel alle gemanagt. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, eine RTX 4070 an den Flex ATX-Netzteil anzubinden. Und das klappt. So, Freunde, dann haben wir soweit die Bestätigung, dass Midori funktioniert auch mit modularen Flex-ATX-Netzteilen und das sehr, sehr gut. Entsprechend mit der RTX 4070 Founders Edition 12 Volt HPWR und dem brandneuen Geek-Netzteil. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen, der letztes Mal aus meinem Video mit Fragen rausgegangen ist, diese beantworten. Ja, an der Stelle findet ihr natürlich Links zu sämtlichen Produkten wie dem Geek-Netzteil, dem 12 Volt HPWR-Adapter und dem Midori direkt in der Infobox. Freut euch auf jeden Fall in den nächsten Tagen auf spannenden Content, sowohl zu den Ryzen 8000G APUs. Dazu habe ich einiges vorbereitet. Deswegen auch hier dieses Setup, was ich in dem Video einfach nur zu Testzwecken verwendet habe. Und natürlich zu den RTX 4070 Super und 4070 Ti Super Modellen habe ich auch einige spannende Tests für euch vorbereitet. Natürlich rund um das Thema SFF, Small Form Factor,
aber auch so für alle anderen sehr, sehr spannender Content. Und bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness, that you see on GaxTV.